Willkommen an Bord der Cinnaba 2. Ich bin Nadine und das ist mein Mann Carsten. Wir segeln eine Jonmeri 482 und arbeiten daran, unseren Traum zu verwirklichen, um große Abenteuer zu erleben. Immer mit an Bord sind unsere wasserverrückten Lagotti, Maple und East. Habt auch ihr Lust, uns zu begleiten? Auf geht's! So, wir sind durch den Check-in und wir freuen uns gleich auf den Flug. Jetzt trinken wir noch in Ruhe einen Kaffee. Und alles hat super geklappt bei Ryanair. Wir haben alles online schon eingecheckt, 24 Stunden vorher. Ja, und jetzt geht's gleich in den Flieger. Wir freuen uns auf unsere Freunde Christian und Dieter. In diesem Video nehmen wir euch mit nach Porto, um unsere Freunde, die Crew der Balu, zu besuchen. Die beiden haben am 28. Mai 2022 die Leine gelöst für ein ganz besonderes Abenteuer. Und das heißt Langfahrt. Wir sind in Porto gelandet. Der Flug war ganz entspannt. Wir hatten jetzt eine halbe Stunde Verspätung aufgrund des Nebels hier in Porto. Aber jetzt sind wir am Band und warten auf unseren Koffer. Und dann geht's gleich Richtung Marina. Weinverkostung und genießen den schönen Abend. Genau, und Grüße an alle. Pukas befindet sich derzeit in der vierten Generation und ist eines der wenigen Portweinunternehmen, das in Portugal geboren wurde und seit seiner Gründung in den Händen derselben Familie geblieben ist. Wir haben eine sehr interessante Führung und Verkostung mitgemacht und so den Unterschied der Portweine kennen und schmecken gelernt. Ich habe 4 Gläser Portwein getrunken und das kann jetzt alles gegen mich verwendet werden, ja, aber du geil war. 5 Gläser Portwein getrunken. Alte Petze, es waren 5. Wir haben die Portweinverkostung hinter uns. Es war wahnsinnig toll, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir haben auch Wein gekauft und genießen jetzt den Abend. Es war wirklich sehr schön, kann ich nur empfehlen. Wir sind zurück an der Marina. Es war eine total lustige Fahrt. Wir sind mit dem Uber gefahren und haben Marina, Marina, Marina gesungen. Es war wirklich sehr, sehr lustig. Jetzt machen wir uns fertig und danach gehen wir essen. Jetzt geht's zur Balu. Die Solveig haben wir auch noch dabei gehabt. Sehr lustig. Alle etwas angetüdelt, aber es war wirklich sehr spaßig. Hier liegen schon relativ große Schiffe, einige Motorjachten. Christiane ist immer noch am Quasseln. Lustig, lustig. Ein bisschen Schwell steht hier im Hafen. Wenn man das mal so sieht, es wackelt schon ganz ordentlich hier im Hafen. Mal gucken, wie die Nacht so wird. Naja, aber mit dem passenden Alkoholpegel wird auch das funktionieren. Da ist sie, die Balu. Für uns alles fein gemacht. Schöner Sonnenuntergang, herrlich. Es hat total aufgeklärt. Vorhin war es noch leicht nebelig, so leicht fockig. Und jetzt hat alles aufgeklärt. Sehr schön. Gefällt uns richtig gut hier. Thank you.
Wir sind jetzt gerade mit der Seilbahn von unten nach oben gefahren und laufen gerade über diese wunderschöne Brücke. Natürlich typisch touristisch. Jetzt kommt gerade die Tram. Einen Moment. Es ist wunderbar herrliches Wetter. Wir haben total tolles Sonnenschein. Es ist warm. Eine wunderschöne Stadt. Ich bin richtig begeistert und wir sind gleich gespannt, wie es ist, wenn wir in Porto durch die Altstadt gehen. Ja, wir hatten gestern schon einen wunderschönen Abend. Wir haben eine Portweinverkostung gemacht, die sehr lustig war. Wir haben sehr, sehr guten Portwein getrunken, haben auch natürlich was mitgenommen. Ja, und jetzt gehen wir in die Altstadt und wir freuen uns auf das, was noch kommt. Also wirklich, wir sind sehr begeistert, wie das jetzt schon auf den ersten Eindruck aussieht. Noch ganz kurz, die Gondelfahrt hat 6 Euro pro Person gekostet und ist auf jeden Fall echt eine Erfahrung wert. Wirklich sehr schön, also man kann von unten nach oben fahren und natürlich auch wieder zurück, aber wir wollten ja jetzt über die Brücke und ja. Jetzt machen wir noch für eine Stunde eine Tuk-Tuk-Tour, einmal durch die alte Stadt und dann nehmen wir euch mit. Wir sind in Selfie-Mode hier. Ja, aber das dauert noch. So macht man Selfies. Ich würde sagen, wir haben wieder alles gegeben. Da gibt es eine Special Edition. Der Besuch bei Christian und Dieter auf der Balu war viel zu schnell vorbei. Wir haben die Zeit mit unseren Freunden, die sich aktuell auf dem Atlantik befinden, sehr genossen. Nicht oft findet man Menschen, die einem so am Herzen liegen. Porto hat uns begeistert und unser Ziel für das Jahr 2023 war, auf eigenem Kiel Richtung Porto zu steuern. Ob wir das geschafft haben und was die Saison 2023 zu bieten hatte, seht ihr im nächsten Video. Danke, dass ihr dabei wart. Bis demnächst. Ciao!